Hallo und herzlich willkommen zurück zur glücklichen Küche. Wir machen heute gemeinsam mit euch eine Spargelcremesuppe aus den Spargelschalen, die wir vom letzten Mal Spargel kochen über hatten. Jede Menge Spargel. Die Suppe wird super lecker, cremig, samtig, sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was ihr alles für die Suppe benötigt, das zeige ich euch jetzt. Ihr findet die genauen Mengenangaben zu diesen Zutaten wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich habe hier Tabasco, Salz, Kartoffel mehlig kochend, Spargel, Lauch, Weißwein, für die Garnitur etwas grünen und weißen Spargel gekocht, Butter, Sahne, Spargelfond, vom letzten Mal Spargel kochen. Wer das Video dazu nicht gesehen hat, findet einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich Mehl, Spargelschalen und Zitronensaft. Starten tun wir damit, dass wir die Spargelschalen in warmes Wasser einlegen. Das hat den Zweck, dass das warme Wasser den sehr, sehr bitteren Spargelschalen die Bitterstoffe entzieht. Das ist ganz wichtig, so circa für 30 Minuten warmes Wasser. Das mache ich jetzt. Schön bedecken. 30 Minuten sind rum. Spargelschalen gut ausdrücken. Und dann geben wir sie zu unserem Spargelfond vom Spargelkochen. Und wir geben noch 250 ml Wasser dazu. Das hat den Grund, dass die nötige Menge Zucker, die wir fürs Spargelkochen brauchen, etwas neutralisiert wird durch das zugegebene Wasser. Ganz, ganz wichtig, sonst wird eure Suppe nachher zu süß. Jetzt gehen wir her und kochen das Ganze einmal auf und lassen es dann nur noch ziehen, also Herd aus, und das für 30 Minuten. Wenn ich eine Suppe schneide, dann schneide ich alle Sachen, die in die Suppe reinkommen, möglichst klein. Das sorgt dafür, weil ich die Suppe ja nachher sowieso pürieren will, dass meine Kochzeit viel, viel geringer ist. Also wenn ich jetzt eine riesen Kartoffel da reinschneide in die Suppe, dann dauert das da viel, viel länger. Also alles ganz, ganz klein schneiden, es wird sowieso püriert. Die Spargelschalen haben jetzt für eine halbe Stunde in meinem heißen Fond gezogen. Jetzt werde ich sie passieren. Unsere Vorbereitung haben wir nun getroffen. Jetzt gehen wir an unseren Suppenansatz. Für den brauchen wir lediglich 450 ml von unserem Fond. Das ist ein bisschen mehr, also den könnt ihr entweder anderweitig verwenden oder die Rezeptur dementsprechend angleichen. Wir starten mit der Butter. Anschließend geben wir das kleingeschnittene Gemüse dazu. Spargel, Lauch und Kartoffel. Und schwitzen das ganz kurz an. Nicht anbraten, nur anschwitzen. Wir wollen keine Farbgebung erreichen. Jetzt kommt unser Weißwein dazu. Jetzt ist es ganz entscheidend, dass ihr den Weißwein komplett reduzieren lasst. Denn sonst habt ihr das Problem, dass ihr keine Spargelsuppe habt, sondern eine Weißweinsuppe. Wir wollen die Spritzigkeit, die Säure, die Frische vom Weißwein, aber nicht den Geschmack. Und deswegen muss ich ihn komplett reduzieren, bis der Ansatz wieder langsam anfängt anzuschwitzen, anzubraten. Jetzt kommt die Sahne dazu. Unser Spargelfond. Kann man die Sahne noch ein bisschen ausspülen. Und der Karl-Heinz meldet sich auch. Ich nenne ihn liebevoll Karl-Heinz, mein neuer Nachbar. Ihr hört ihn. Schön. So,
Und das lassen wir jetzt einfach köcheln, so für eine halbe Stunde, auf kleiner Stufe. Karl-Heinz, oh jetzt! Auf kleiner Stufe. Ich bin mitten in der Videoaufnahme, Mensch. Das habe ich dir doch letztes Mal schon gesagt. Auf kleiner Stufe, für, also mit dem muss ich gleich in Wörtchen reden. Auf kleiner Stufe, 30 Minuten, so Stufe 3, Stufe 4, nicht verkochen lassen, nicht einkochen lassen, nur köcheln lassen. So, jetzt gebe ich ihn mal zum Karl-Heinz. Wir sehen uns gleich wieder. Unsere Suppe ist nun fertig gekocht. Jetzt gehen wir ans Mixen. Dafür benutze ich so einen kleinen Zauberstab, so nennt man das. Den halte ich einfach rein und mixe die Suppe durch. Die Suppe haben wir nun gemixt. Jetzt gehen wir ans Passieren. Ich passiere meine Suppen immer möglichst durch ein ganz, ganz feines Sieb. Da bleiben alle Rückstände enthalten oder hängen, die ich nicht in der Suppe haben möchte. Bei der Suppe zum Beispiel die Spargelschalen. Jetzt gehen wir ans Passieren. Beim Passieren nutze ich immer gerne so eine Kelle. Da kann ich nämlich wunderbar die Suppe durchdrücken. Also nicht hergehen mit dem Löffel oder mit dem Schneebesen oder was weiß ich was. Immer mit so einer Kelle arbeiten, das geht wunderbar. Ihr seht das ja. So, und das hier will ich alles aus meiner Suppe raushaben. Denn das sorgt dafür, dass die Suppe so ein bisschen pelzig ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine feine Suppe haben. Und deswegen passieren wir sie durch ein so feines Sieb. Die Suppe ist jetzt gekocht, püriert. Passiert, jetzt geht es an die Konsistenz. Wir schauen mal. Ihr seht, die ist schon cremig, aber für mich dürfte sie noch ein bisschen dicker sein, ein bisschen rustikaler sein. Aus diesem Grund dicke ich sie jetzt noch ein bisschen mit einer Mehlschwitze an. Ich zeige euch mal eben, wie das geht. Als erstes habe ich die Butter. Die lasse ich kurz schmilzen. Jetzt geben wir das Mehl dazu. Jetzt ist es wichtig, das gut zu verrühren, denn die Mehlpartikel vermischen sich jetzt mit der Butter. Und wenn ihr das nicht richtig verrührt, bekommt ihr auf jeden Fall Klumpen. Die Butter verhindert, dass es Klumpen gibt. Jetzt gebe ich den Spargelfond oder die Spargelsuppe dazu und muss direkt ganz kräftig rühren, damit keine Klumpen entstehen. Wenn ihr euch unsicher seid mit der Mehlmenge, was ich auch verstehen kann, man kann ja gar nicht so ungefähr abschätzen, wie viel Mehl brauche ich, denn nachher ist es viel zu dick, könnt ihr das auch rückwärts herstellen. Wir haben jetzt eine Mehlschwitze hergestellt. Ihr könnt auch eine Beurre-Manier herstellen. Das heißt also, ihr vermengt Butter mit Mehl im Verhältnis 1:1 und könnt das dann als praktisch als Paste in die kochende Suppe mit einrühren, immer so peu à peu, und könnt dann die richtige Menge herausfinden. Diese Hergehensweise geht natürlich auch. Die Suppe habe ich jetzt richtig aufkochen lassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn wir wollen ja auch, dass das Bindemittel, was wir zugegeben haben, die Mehlschwitze, die Beurre-Manier, das Mondamin, egal was ihr zugibt, auch wirklich richtig binden kann. Wenn es nämlich nicht richtig aufkocht, kann es nicht binden. Und der Nachteil, es schmeckt dann so mehlig, kriselig, nach nicht gequollenem Bindemittel. Also ganz, ganz wichtig, das richtig aufzukochen. Wir probieren jetzt mal unsere Suppe, wie sie geworden ist. Konsistenz gucke ich immer am liebsten mit so einer Kelle. Ihr seht ja, wie schön die läuft, wunderbar. So muss eine Spargelsuppe sein. Und jetzt gehen wir mal an den Geschmack. Schon super lecker, aber mir fehlt ja jetzt noch ein bisschen Salz, ein bisschen Raffinesse durch den Tabasco und die Säure vom Weißwein, die kann ich noch ein bisschen unterstützen mit frischer Säure der Zitrone. Also eine Spargelsuppe braucht immer so ein bisschen Spannung. Wenn man die jetzt ohne Weißwein kochen würde, ohne Zitronensaft, dann schmeckt die so langweilig, dumpf. Und durch die Säure im Wein und in der Zitrone lebt die nochmal richtig auf und bringt so eine Frische mit. Ganz, ganz wichtig. Wenige Tropfen reichen da schon. Ein bisschen Salz. Und ein bisschen Tabasco, nicht zu viel. Das reicht schon. Dann rühren wir das nochmal durch. So, und jetzt ist sie genau da, wo wir sie haben wollen. Konsistenz passt, Farbe ist schön.
Geschmack. Auch super. So würde ich sie servieren im Restaurant. Ganz, ganz lecker. Top. Jetzt gehen wir mal ans Anrichten. So, jetzt geben wir nur noch die aufgeschäumte Suppe da rein. Das ist ein richtig schönes Frühlingsgericht. Schaut euch mal an. Wunderschön, ey. Aber das freut mich aber jetzt, das anzurichten. So, und jetzt gebe ich noch ein paar Croutons dabei. Die schmecken nämlich noch besonders gut da drin. Machen das so ein bisschen crunchy. Wie gesagt, Texturen spielen auch immer eine Rolle. Okay. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit unserer Spargelcremesuppe. So, jetzt geht es natürlich noch ans Probieren von unserer schönen Spargelsuppe. Ihr braucht die nicht so schick anrichten zu Hause. Ihr könnt auch gerne einfach einen Spargel ein bisschen unten mit verteilen, die heiße Suppe obendrauf noch ein paar Croutons oder ein bisschen Schnittlauch. Das reicht natürlich vollkommen aus und ihr werdet damit bestimmt viele Freunde haben. Ich probiere mal, versuche alles mit drauf zu nehmen, Spargel, Croutons. Echt, echt lecker. Super. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare. Freue mich über einen Daumen hoch. Am meisten freue ich mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch, denn dadurch kommen wir weiter nach vorne und damit unterstützt ihr uns wirklich sehr. Viel Spaß und bis bald. Macht's gut. Tschüss.